Leute, dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network. Zweite Verlosung und die Ziehung des ersten Gewinners. Und jetzt gehen wir direkt zum Hauptvideo über. Leute, heute möchte ich euch erzählen, was es in Season 19 zu den Dive Trials noch zusätzlich zu sagen gibt, leider Gottes. Und ich ziehe den ersten Gewinner, beziehungsweise gebe euch den ersten Gewinner für die 1000 Apex Coins bekannt aus dem letzten Video von Apex Legends. Und heute startet natürlich mit diesem Video die zweite Verlosung für fette 6700 Apex Coins. Diesen Gewinner für die 6700 Apex Coins ziehe ich dann im Sonntagsvideo. Und mit dem Sonntagsvideo startet dann die Verlosung für fette 11500 Apex Coins. Achtung, ich betone nochmal, die Verlosung für die Coins nur auf YouTube. Ganz wichtig. Doch zunächst möchte ich darüber sprechen, was in Season 19 leider mit den Dive Trials zusätzlich passiert. Wir wissen ja, dass die Dive Trials verschwinden werden. Wir haben jetzt alle einen tollen Master Dive Trial und wir wissen, dass wir ab Season 19 gar keinen mehr erspielen. Wir erspielen als Ranked Belohnung ab Dia aufwärts Banner Frames, die dann auch den Gegnern angezeigt werden, wenn wir die plätten, beziehungsweise du von einem geplättet wirst, wird das angezeigt, wie toll der Gegner doch ist. Und leider Gottes ist es tatsächlich auch so, dass bestehende Dive Trials, die wir uns von Season 1 bis Season 3 erspielt haben, die verschwinden ebenfalls aus dem System, aus euren Optionen Dive Trials wieder auszurüsten. Und das finde ich tatsächlich echt eigentlich eine ziemlich freche Geschichte, aber es passiert tatsächlich, weil alle Dive Trials, die wir uns über die letzten Jahre erspielt haben, da war es klar, die hast du eine Season, nächste Season ist es dann weg, aber die bestehenden aus Season 1, 2 und 3, die verschwinden komplett, weil die waren ursprünglich für immer und ab Season 4 wurde das eingeführt, dass die dann eben nicht mehr dauerhaft verfügbar sind. Das finde ich eine echt miese Nummer. Was willst du machen? So ist es leider. Leute, der Gewinner, den ziehen wir zuerst und zwar ist das Jakob Oberhof, Jack Schnitzel auf YouTube genannt. Herzlichen Glückwunsch zu 1000 Apex Coins. Du meldest dich am besten jetzt bei mir oder in den nächsten Tagen auf Instagram, ganz, ganz wichtig. Und ich prüfe natürlich auch, ob du du bist. Und dann bekommst du deine 1000 Apex Coins. Sorry, dass es natürlich nur 1000 Apex Coins sind und nicht 6700. Ja, das dazu also, Jakob, melde dich bei mir auf Instagram, dass du du bist und dann bekommst du in den nächsten Tagen die Coins. Und was müsst ihr dafür tun, damit ihr für dieses Video am Sonntag gezogen werdet? Ganz wichtig, erkläre ich nochmal. Zunächst müsst ihr auf jeden Fall mindestens Abonnent auf meinem Kanal sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Daumen hoch optional. Ganz wichtig, ein Kommentar mit dem Codewort Coins, damit der Zufallsgenerator euch ziehen kann. Und schreibt bitte in die Kommentare, auf welcher Plattform ihr spielt. Und ihr solltet auf Instagram aktiv sein, damit ich mit euch privat in Kontakt treten kann, um dann eben auch zu prüfen, dass du der rechtmäßige Gewinner bist. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und ich freue mich schon auf das Sonntagsvideo, wenn ich den Gewinner für 6700 Coins bekannt gebe und vor allen Dingen die 11500 an den Start gehen. Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt wirklich ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.